Alle wollen wohnen. Das ist der Titel der heutigen Veranstaltung. Die Frage, wie sich neue und wachsende Quartiere in die bestehende Stadt einfügen können, wie wir diese Räume gestalten können, wie wir Qualitäten sichern können und welche Rolle diese Räume dann für die Integration der Menschen in unserer Stadt spielen können. Und es ist zu erwarten, dass sich dieses Wachstum in wachsender Dynamik in den nächsten Jahren so fortsetzen wird. Also ich habe gerade gesagt, in den vergangenen 5 Jahren kam Erfurt zu uns und die Bevölkerungsprognose sagt uns, dass in den nächsten Jahren Bochum nochmal zu uns stößt. Das heißt, wir haben deutlich größere Zuwanderung nach Berlin, als dass wir bisher Wohnungsfertigstellungen haben. Sagt uns für die nächsten Jahre, wir müssen die Fertigstellungszahlen steigern. Wir brauchen eigentlich, um dieses Wachstum der Stadt zu bewältigen, so 15.000 bis 20.000 Wohnungen im Jahr. Und das mehrere Jahre hintereinander, um diese Größenordnung zu bewältigen, die vor uns steht. Diese Zuwanderungsfrage stellt die deutsche Gesellschaft in der Tat vor einer ganz neuen Frage der inneren Architektonik unserer Gesellschaft. Interessanterweise wird plötzlich die Stadt als der Kernort von Ankunftssozialisation begriffen. Nicht mehr der Arbeitsmarkt, sondern die Stadt. Und eine der interessanten und existenziellen Fragen heute wird sein für Deutschland, werden wir Vorstädte errichten in der Situation der Baupanik? Und was tun wir dann, wenn wir keine Vorstädte errichten wollen, wie in Frankreich? Was müssen wir für Vorkehrungen treffen? Wie müssen wir über die Stadt denken, in der wir alle leben und in der wir leben wollen? Ich glaube nur, dass jenseits der Frage von Creative City, of Arrival City, of Smart City oder Party City, das die entscheidende Frage sein wird, die Berlin lösen kann. Weil Berlin einen Vorteil hat. Ich glaube, diese Stadt hat immer noch das politisch-soziale Vorstellungsvermögen darüber, dass es solche Probleme gibt und dass die Stadtgesellschaft eine Antwort auch in der Art und Weise ihrer städtenbaulichen Anlage geben muss auf diese Frage der Ungleichheit, die wir in unserem Land haben, nochmal von der ich glaube, dass das die Megafrage der nächsten 30 Jahre weltweit ist. Ich glaube schon, dass es auch in Pankow, wenn wir mit den größeren Wohnungsbauvorhaben jetzt beginnen, dass es dann auch wieder Platz gibt, zum Beispiel für bezahlbaren Wohnraum. Im Moment ist zumindest in der Innenstadt ist ja ein bisschen enger geworden. Ich bin da zuversichtlich. Ich denke, wir sollten es als Chance begreifen. Ich denke auch, dass wir mutiger sein sollten, zuversichtlicher, weil ich glaube, die ganze Welt glaubt an Berlin. Bloß Berlin hadert so mal so ein bisschen mit sich. Und deswegen denke ich, ist da der Verkehr, die Infrastruktur, die sollte ein bisschen mutiger gedacht werden und ein bisschen größer. Habe ich schon Planungsrecht? Ja. Weiß ich denn schon, was dort grundsätzlich gebaut werden darf oder habe ich das noch nicht? Dann rede ich in Fall 1, ich habe bereits Planungsrecht unter optimalsten Voraussetzungen, Sie korrigieren mich, Herr Kirchner, von 3 Jahren bis ein Haus steht. Unter optimalsten Voraussetzungen. Das ist nicht das allgemeingültige Verständnis von schnell. Auf der Straße ist einfach Angst zum Teil. Es ist genau das Thema, was vorhin war, Angst vor einer, insbesondere in den benachteiligten Quartieren, vor einer Veränderung, dass noch mehr verdrängt wird, dass nicht so sehr für den unteren Mittelstand, für den natürlich auch, aber auch ganz klar für die sowieso schon Benachteiligten, die sich auch die Situation kaum leisten können, dass auch die einfach weiter an den Stadtrand gedrängt werden. Das ist eine ganz große Angst. Die sich im Vorfeld schon beteiligt haben, haben sehr deutlich gemacht, die funktionale und soziale Mischung, die ist uns wichtig. In unseren heute schon bestehenden Quartieren, aber auch in denen, die neu entstehen. Sind wir an einem Punkt, dass wir diese Vielfalt noch miteinander verhandeln können oder muss die nicht in Teilen auch verordnet werden? Ich glaube, wir können uns doch gut darauf einigen, und zwar gerade in Berlin, dass die hochgemischte Stadt, und zwar in der sehr kleinen Körnung, sozial,
kulturell, religiös und so weiter, die gemischte Stadt, doch das ist, was wir wollen. Und was Berlin mit seiner polyzentrischen Ausrichtung mit den ganzen Bezirken, so schwierig das manchmal ist mit den Bezirken, doch schon längst geübt hat. In einer Welt, wo im Moment 60% der Weltbevölkerung in Städten leben, die möglicherweise noch zum großen Teil ganz anders organisiert sind als Berlin und als das Berlin, über das wir hier reden, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir solche Diskussionen führen, wie wir sie hier heute Abend führen, weil nämlich tatsächlich von überall auf der Welt auch geguckt wird, wie wir die Stadt der Zukunft, die wachsende Stadt organisieren. Und das kann nur eine gemischte Stadt, eine Stadt der kurzen Wege, eine Stadt mit einer gewissen Dichte sein. Es muss in so einer Phase des Wachstums bei all den schon genannten fachlichen Konflikten, die es da geben kann, der Naturschutz und was der Dinge so mehr sind, auch ein gewisses Gefühl der Gleichbehandlung und Gerechtigkeit in den Städten geben. Was ich damit sagen will, es kann auch nicht so sein, dass nur einzelne Bezirke, einzelne Teilquartiere, nur der Rand oder nur die Mitte in Wahrheit dazu beitragen müssen, dieses Problem zu lösen. Wir brauchen alle Teile, es wird nach wie vor so sein, zumindest in Hamburg, der größte Teil wird und muss auch in der bestehenden Siedlungskulisse erfolgen. Aber klar ist, die Dimension, die das Thema jetzt in den Großstädten erreicht hat, in Hamburg und Berlin, ist so, dass wir auch wieder über Außenbereiche nachdenken, nachdem wir das 20 Jahre nicht mehr gemacht haben. Ich bin sehr dafür, dass wir weiter Bebauungspläne machen, aber ich würde mir sehr wünschen, dass die Bebauungspläne sich zu einem Expressbebauungsplan entwickeln und nicht 5 oder 3 Jahre dauern, sondern vielleicht 1 oder 2 Jahre dauern. Wenn wir das schaffen würden und die wesentlichen Dinge beibehalten, die wir brauchen, dass wir die wichtigen Dinge einsammeln, die man berücksichtigen muss, vom Naturschutz bis zum Denkmalschutz, von der Wasserwirtschaft bis zum Lärm und die Öffentlichkeit beteiligen, aber wir das alles in überschaubaren Zeiträumen organisieren und da uns auch Selbstverpflichtungen auflegen, nicht endlos zu diskutieren. Auch in den Verwaltungen und zwischen den Verwaltungen. Das ist ja eins unserer Hauptphänomene, die wir haben, dass wir in der Bürokratie eine sehr ausgeprägte, sehr lebendige Diskussions- und Vermerke- und Schriftverkehrskultur haben. Und da ein bisschen schlanker zu werden.